Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte vor allem ein paar Punkte zur Verkehrspolitik sagen. Verkehrspolitik dient ja der vorausschauenden Planung und Umsetzung der Verkehrsinfrastruktur und des Verkehrs. Verkehrt wird sie aber dann, wenn vor allem der motorisierte Individualverkehr in oberster Priorität hat. Da gibt es vielleicht in den letzten Jahren Ansätze, dass auch mehr Radwege gebaut werden. Aber ein ganzheitliches Konzept sehen wir da noch nicht. Das ist immer noch ein Flickenteppich. Verkehrt ist die Verkehrspolitik auch, wenn etwa bei Diskussionen um Parkgebühren es mehr darum geht, wie viel Geld in die Stadtkasse kommt, als darum, Parkgebühren tatsächlich als Besteuerungselement zu betrachten, um ökologisch einzuwirken, um sozial einzuwirken. Also auch, dass es ein Steuerungselement ist, wo es eben gerade multidisziplinäre Faktoren auch gibt, wie das Zusammenwirken ist, halten wir auch die Trennung von Bau- und Verkehrsdezernat für ein falsches Signal. Der Anspruch von Herrn Stocher, das hat er ja geäußert, ist hier eng zusammenzuarbeiten. Wir hoffen, das kann er verwirklichen, aber erstmal die Trennung sehen wir dann als ein falsches Signal, auch gerade vor der angekündigten Umstrukturierung bei der KVV, dann einen neuen Posten einzurichten im hauptamtlichen Magistrat. Sehe ich etwas kritisch. Verkehrt halte ich Verkehrspolitik auch, wenn etwa beim Radverkehr zwar Konzepte, die ganzheitlich angedacht sind, nicht mit einer entsprechenden Umsetzungsplanung versehen sind und auch mit entsprechenden Mitteln. Auch daran werden wir Herrn Stoffler in den nächsten Jahren messen, ob es ihm gelingt, nicht nur Konzepte aufzustellen und Papier zu produzieren, sondern tatsächlich auch Ideen, und da erwarte ich schon auch Visionen, wie man das umsetzen und finanzieren kann. Und es eben nicht nur Argumente gibt, wie das eben da das Förderprogramm nicht ausreicht, dass eben da nicht die finanziellen Mittel da sind, dass eben da nicht der politische Wille da ist, tatsächlich Radverkehr ganzheitlich zu fördern. Verkehrt wird Verkehrspolitik auch dann, wenn gerade angesichts von Klimawandel, Feinstaubbelastung, Verkehrslärm der ÖPNV abgebaut wird. Da kann man noch so sehr sagen, dass man den ÖPNV mag. Wenn am Ende doch nur die finanziellen Mittel zählen, ist das ein bisschen zu dürftig. Herr Stocher hat ja hingewiesen auch auf die Tram nach Velmar. Wir werden daran messen, ob in den nächsten Jahren es gelingt, in Kassel auch die Tram nach Halleshausen zu bauen. Wir brauchen einen Ausbau des ÖPNV und wir brauchen ein Sozialticket. Das werden die Punkte sein, an denen wir dranbleiben werden, um tatsächlich eine tatsächliche Verkehrswende zu bekommen. Wir werden Herrn Stocker heute nicht wählen. Es wurde ja auch schon in den vorherigen Wahlgängen gesagt, welche Kritik es auch an dem Wahlprozedere gibt. Die teile ich auch, die Kritik. Auch unter anderem deswegen, weil ja auch zum Beispiel bei der Kulturdezernentin und bei den beiden Kandidaten klar wurde, dass es nicht tatsächlich um Alternativen geht, sondern eigentlich die Kandidaten feststehen, schon bevor die Ausschreibungen waren. Genau, aber wir haben klare Punkte, an denen wir beurteilt werden oder die wir begleiten werden, die wir weiter stark machen werden, wie wir uns soziale und ökologische Verkehrspolitik in Kassel auch vorstellen. Das ist vor allem der ÖPNV, das ist die Frage, wie es mit dem Radverkehr weitergeht, auch für Fußgänger und auch, wie es gelingt, den motorisierten Individualverkehr zu betreiben.